Einer der Gründe, warum wir die Aktienmärkte und die Börse insgesamt so lieben, ist, dass ja immer wieder Wunder geschehen. Und ein solches Wunder, meine Damen und Herren, ist heute Morgen geschehen, als plötzlich aus dem Nichts, ohne jeden ersichtlichen Grund, ich habe mich wirklich minutenlang damit beschäftigt, irgendwie etwas zu finden, was diesen Bewegungen der Kurse heute Morgen irgendwie hätte rechtfertigen können. Ich habe nichts gefunden, es gibt nichts, aber schauen wir uns diese Bewegung mal an. Die US-Futures plötzlich fast um 1% aus dem Stand nach oben geschossen. Hier sehen Sie diese Kerze. Das sehen wir hier auch in diesem Chart nochmal. Wir sind im S&P 500 Future so um und bei 4.152,53 gewesen. 55 und dann plumps ging es über die 4180er Marke, also so um und bei fast 30 Punkte und das ohne jede Nachricht, zack, mal eben nach oben gegangen. Das ist eine erstaunliche Entwicklung hier im Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir, dass da plötzlich etwas passiert ist und das Interessante ist, dass nicht nur die Aktienkurse nach oben gezogen wurden, sondern dann die Risk Assets insgesamt, zum Beispiel Euro-Dollar gestiegen, also alles, was normalerweise bei Risikobereitschaft nach oben springt und bei Risikoaversion nach unten geht. Das ist hier nach oben gegangen. Kann es diese Meldung gewesen sein, deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal doch um 0,1% gewachsen, statt wie vorher gemeldet 0,0% Stagnation? Nicht wirklich, denn diese Meldung kam um 8 Uhr. Die Bewegung, die wir gesehen haben heute Morgen, war so um und bei 8.15 Uhr ohne jeden Grund und das obwohl weiter die Gaspreise steigen. Wir sind gestern ja mal kurz über die 300 Marke gestiegen bei dem Dutch TTF Gas Future September-Kontrakt, der maßgebliche ist, oder das ist sozusagen das maßgebliche Messinstrument für die Gaspreise in Europa. Gestern waren wir mal kurz drüber, sind dann aber wieder ein bisschen nach unten gekommen. Heute sind wir dann wieder gleich zur Eröffnung drüber gegangen. Also Erleichterung in Sachen Energiekrise nicht erkennbar. Wir sehen, dass die Strompreise in Frankreich, in Deutschland weiter skyrocketen, also praktisch wie eine Rakete nach oben gehen. Ähnliches gilt für Gas. Die Strompreise allein in Deutschland entsprechen, ich hatte es schon mal gemacht, etwa 1000 Dollar pro Barrel Öl. Und die Lage wird also immer kritischer. Ich hatte in den letzten Tagen darüber berichtet. Jetzt versucht die EU offenkundig eine Krisensitzung einzuberufen aufgrund dieser immer dramatischer werdenden Lage, die die Unternehmen killen wird, den Mittelstand killen wird. Das wird auf Dauer nicht gehen. Ich hatte es gestern thematisiert. Die Tschechen haben derzeit den Vorsitz und haben das jetzt vorgeschlagen. Es dürfte sehr wahrscheinlich dazu kommen. Da muss etwas passieren. Was kann passieren? Wir sehen hier, wie zum Beispiel EU Natural Gas, also das Erdgas, immer weiter nach oben schießt. Auch in den USA war das bis vor kurzem der Fall. Jetzt ist es wieder ein bisschen tiefer und der Ölpreis ohnehin deutlich tiefer, auch wenn da nach Aussagen der Saudis wieder leichte Anstiege zu verzeichnen sind. Insgesamt, sagt etwa deswegen JP Morgan, sehen wir für die Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte eine nachlassende Inflation. Ausnahme sei Europa. Das dürfte sich komplett anders entwickeln, eben vor allem aufgrund der Energiepreise. Aber selbst in den USA steigen ja die Energiepreise, etwa für Elektrizität, eben Natural Gas. Auch in Asien, in asiatischen Ländern ist das der Fall, nicht zuletzt in China, wo man auch Strommangel hat derzeit. Also ob das wirklich stimmt von JP Morgan, das werden wir sehen. Nochmal zurück zur heutigen Kursbewegung. Gab es da Gründe dafür? Belastbare Gründe? Nein, hatte ich vorhin gezeigt. Im Gegenteil, wir haben eigentlich schlechte Voraussetzungen gehabt. Gestern nachbörslich die Zahlen von Nvidia, die Aktie fast 5% im Minus nach wieder enttäuschenden Zahlen. Man hatte ja vorher schon gewarnt, dass da etwas kommen könnte. Dann Salesforce, anderer Tech-Konzern aus den USA, auch ziemlich marktschwer. Nvidia ein echtes Schwergewicht in den Indizes, aber auch Salesforce wichtig. 6,7% nachbörslich, nach Vorlage auch sehr, sehr schwache Zahlen, schwacher Ausblick etc. Da stellt sich die Frage, naja, wie schaut es um die Konjunktur wirklich aus, wenn solche Frühindikatoren wie solche Tech- und Chip-Konzerne ebenso schwache Zahlen liefern. Und belastend eigentlich auch ist das, was wir derzeit an den Zinsmärkten sehen. Die Fed Funds Futures
preisen ja die Zinserwartungen ein. Und jetzt haben wir die Situation, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed nur in Anführungszeichen 50 Basispunkte, also ein halbes Prozent bei der nächsten Sitzung im September die Zinsen erhöht, ist jetzt wieder deutlich runtergekommen auf nur noch 41%, während 59% Wahrscheinlichkeit eingepreist wird, dass die Fed doch einen ganz großen Schritt wieder machen wird von 0,75%. Hier unten sehen wir, die Rate Hike Expectations sind nach oben gegangen, allerdings gehen eben dann auch die Zinssenkungserwartungen für 2023 nach oben. Also je stärker die Fed die Zinsen anhebt, umso stärker geht man davon aus, dass dann die US-Notenbank später senken muss. Jetzt gibt es aber Auffassungen von Jan Hatzius zum Beispiel von Goldman Sachs, der sagt, nee, die werden die Zinsen irgendwann vielleicht nicht mehr anheben, aber eben auch nicht senken. Jedenfalls sehen wir, dass auch die Anleiherenditen diese doch hawkische Fed hier reflektieren. Die 10-jährige US-Staatsanleihe 3,105%, die 2-jährige Anleiherendite bei 3,35%, das ist der höchste Stand seit 15 Jahren. Also keinen Grund zur Party, wenn eigentlich die Anleihenmärkte steigende Zinsen reflektieren, wenn sie damit auch gleichzeitig Geld teurer machen, denn steigende Renditen heißen nichts anderes, als dass Geld eben auch teurer wird. Wir sehen hier mal die Fed Fund Futures, was die zum Jahresende, also Dezember, 31. Dezember, diesen Jahres einpreisen, wie steht da der Leitzins? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 45% bei 3,5 bis 3,75% und sogar 37% Wahrscheinlichkeit, dass wir bei 3,75 bis 4,0% sind. Derzeit sind wir ja bei 2,25 bis 2,5%. Also das wäre mindestens noch ein ganzes Prozent obendrauf, vielleicht noch sogar mehr. Und 3,75 bis 4% Zinsen, das wäre schon ein ziemlich heftiger Bock für die US-Wirtschaft. Die Zinsanhebungen, die wirken nicht sofort, die fressen sich erstmal durchs System. Seit den 1950er Jahren hat die Fed, wenn die Inflation über 4% lag und sie versucht hat, dann die Zinsen anzuheben, ist es immer zu einer Rezession gekommen, ist die Arbeitslosigkeit immer gestiegen. Das dürfte auch diesmal so sein. Hier sehen wir auf der linken Seite mal Tightening Cycles von der Fed. Da sind wir doch relativ sportlich unterwegs, aber früher startete man mit Zinsanhebungen von einem Niveau von 3 oder von 5%. Diesmal sind wir von 0% gestartet. Also das macht die Sache eben auch ein bisschen schwieriger. Jetzt morgen 16 Uhr die Rede von Jerome Powell und Jackson Hole. Nick Timiraos, derjenige, der an Botschaften der Fed an die Märkte überbringt als Wall Street Journal Analyst oder Journalist, der sagt, also ich glaube nicht, dass Jerome Powell nur eine Botschaft jetzt in Richtung der nächsten Fed-Sitzung geben wird, sondern der wird eine größere Bühne hier sich suchen, der wird etwas Größeres sagen. Also Nick Timiraos steigert die Erwartungen an die Rede von Jerome Powell noch. Und eigentlich hätte ich erwartet, jetzt nochmal zu den Kursbewegungen zu kommen, dass da nicht mehr viel passiert vor Jackson Hole, mal so ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Aber diese Bewegung heute Morgen finde ich überraschend nach oben. Marco Kolanovic von JP Morgan, die ja auch erwarten, dass die Inflation deutlich nach unten geht in der Welt, der ist, sagt ja, die Fed wird auf diese piekende Inflation reagieren, weil die Energiepreise fallen werden. Gleichzeitig empfiehlt er aber, Zyklika und in Energie zu investieren. Also so richtig passt das alles nicht zusammen. Während etwa Morgan Stanley sagte, wir haben drei Anzeichen, dass wir in einem Bärenmarkt sind. Der wichtigste sei, dass die Gewinnerwartungen noch viel, viel zu hoch seien. Da müsse noch vieles passieren. Hier sehen wir mal, 10,8% ist erwartet, dass die Gewinne der Unternehmen in den USA in den nächsten 12 Monaten steigen. Aber schauen wir uns mal die Umsätze an den Märkten. Es ist wirklich ein August-Lull und Lall. Gestern 48,4 Millionen Kontrakte des SPY-ETF. Am Vortag waren wir bei 49 Millionen. Davor war ein bisschen mehr Action, als es an den Märkten doch deutlich nach unten ging, bei 74, aber es ist wirklich ein sehr, sehr umsatzschwacher
Handel derzeit, da kann man vielleicht auch mal die Futures nach oben drehen. Ich will nicht unterstellen, dass dies absichtlich passiert ist, gell? Aber manche Dinge, die passieren halt, ne? Und der einzige Grund, der wirklich hier für Optimismus heute Morgen sorgen kann, ist, dass China beschlossen hat, 1 Billion Yuan Stimulus zu betreiben. Das sind so knapp 150 Milliarden Euro. Auf der anderen Seite hat man das Fixing des Yuan, also der chinesischen Währung, wieder ein bisschen schwächer gemacht. Man will offenkundig keine unkontrollierte Abwertung haben, und chinesische Medien wie die People's Daily haben nochmal Xi Jinpings Zero-Covid-Politik verteidigt. Auch interessant, denn die hat ja zu diesem Abschwung geführt, die ja jetzt wiederum einen Stimulus notwendig macht. Also es hängt alles mit allem zusammen. Und wir haben unter anderem so hohe Energiepreise, weil wir aus allem gleichzeitig aussteigen wollten, die Erneuerbaren haben und da eigentlich Gas als Technologie vorgesehen hatten oder als Alternativsystem vorgesehen hatten, wenn die alternativen Energien, die erneuerbaren Energien nicht genug liefern. Jetzt ist uns Gas weggebrochen, jetzt versuchen wir auf Kohle umzusteigen. Derzeit verbraucht oder verursacht Deutschland so viel CO2 wie wahrscheinlich noch nie in der Geschichte, indem wir Flüssiggas teilweise bis aus Australien importieren. Ohnehin Flüssiggas, energietechnisch eine ziemliche Katastrophe. Dann noch diese weiten Wege mit Schweröl, Diesel wird hier dieses Zeug transportiert. Also, aber gleichzeitig wollen wir vor allem aus der Atomkraft aussteigen, weil die ist ja böse. Das gehört zum Gründungsmythos der Grünen, und ich kann mich an dieses Gefühl als ehemaliger Wackersdorf-Demonstrant noch gut erinnern, meine Damen und Herren. Aber irgendwann muss man ja vielleicht auch mal vernünftig werden. Ja, wer jung ist und nicht gegen die Atomkraft ist, der hat kein Herz. Wer alt ist und immer noch gegen Atomkraft ist, hat vielleicht keinen Verstand. Das wäre mal eine Möglichkeit. Hier ein interessanter, super interessanter Artikel eines Ex-Mitglieds der Reaktorsicherheitskommission. Der sagt, die Grünen sind Genies darin, das Volk über die Atomkraft zu täuschen. Man erzählt also nicht so die ganze Wahrheit, sondern nur die halbe Wahrheit. Es geht faktisch um Ideologie, nicht um Pragmatismus, nicht um die Dinge wirklich sachlich und vernünftig einzuordnen. Wir bräuchten jetzt einfach so viel Energie wie möglich, um dann wirklich von Putins Gas unabhängig zu werden. Aber das wird konterkariert eben durch diese dogmatische Haltung. Ich werde Ihnen diesen Artikel, der in der Berliner Zeitung erschienen ist, mal verlinken. Können Sie ja auch eine komplett andere Meinung drüber haben als ich, aber es sollten Sie lesen, wie ich finde. Und jetzt geht es eben darum, dass man nicht nur die Gasumlage ja einführt, die schon an sich ein bisschen schwierig ist, wie ich finde, sondern jetzt dann als Kompensation wieder über eine Übergewinnsteuer nachdenkt. Manche sagen ja, es gibt nur Gewinne, keine Übergewinne, aber das sind Herrschaften, die liberal gestrickt sind. Also, es geht dieses Drama weiter, das auch einen erheblichen Beitrag dazu leistet, dass bei uns diese Energiepreise so hoch sind. Und jetzt muss die EZB reagieren auf diese Energiepreise, was tun? Wirtschaft geht nach unten, aber Zinsen müssen eben irgendwie trotzdem reagieren. Lagarde hat jetzt gesagt, dass ihre Projektionsmodelle, die Prognosemodelle in Sachen Inflation leider überhaupt nicht funktioniert haben. Das ist hier ein bisschen spät eingefallen, ein Interview, das im Juli geführt wurde vom Figaro und jetzt erst veröffentlicht wurde. Ich will Ihnen neben diesem Berliner Zeitung Artikel noch zwei von Finanzmarktwelt empfehlen, warum der Ölpreis die große Rallye bei Strom und Gas nicht mitmacht. Warum ist das eigentlich so, dass Öl nicht steigt, während Strom und Gas so stark steigen? Sehr, sehr interessant, da haben wir mit der Commerzbank, dem maßgeblichen Fachmann dort, Analysten dort gesprochen, der uns das exklusiv gegeben hat. Und dann Auftragseingang im Baugewerbe deutlich rückläufig. Wir sehen ganz klare Zeichen für eine Wende am deutschen Immobilienmarkt. Also drei Artikel, zwei von uns, einer Berliner Zeitung. Ich sage Servus und Ciao.